Da bin ich mal wieder. Erstmal möchte ich euch einen schönen Sonntag wünschen und euch willkommen heißen zu einer weiteren Folge MKSF präsentiert. Das ist ja mein Format, wo ich gerne so Dinge aus dem kreativen Bereich vorstelle. Ursprünglich war es so geplant, dass ich eigentlich gerne Dinge von anderen Leuten, wenn sie mal was haben, vorstellen wollen würde. Hat bisher nur einmal geklappt. Dann hatte ich mal ein Gespräch mit jemandem gehabt über Nachrichten und am Ende wollte die Person das doch nicht. Also es ist teilweise auch nicht so schwierig, nicht so einfach, schwierig. Nicht so einfach. Und um es so ein bisschen am Leben zu halten, dieses Format, und das ist ja MKSF, meine Kunstsucht, Freiheit, mein Label, mache ich es halt selber und stelle dann hier und da mal Dinge vor, die ich so gemacht habe. Heute möchte ich zwei Texte vorlesen. Der eine ist am 6. März geschrieben worden und der andere am 11. März. Ich habe es am selben Tag dann jeweils bei Instagram gepostet und da lese ich es dann auch ab. Das ist die Challenge. Schaffe ich es heute ohne Lesefehler? Ich weiß nicht, ob es gesehen hat hier gerade. Hier so ein bisschen schwarz. Ich habe gestern was gestrichen. Habe es noch nicht ganz geschafft, diese Farbe wieder bekommen, diesen Lack. Werde ich nachher nochmal rangehen. Wie dem auch sei, apropos Instagram, in der Beschreibung unten steht es immer drin. Also da kann man das alles finden und kann man gerne mal rüberkommen, sich das angucken, wenn man möchte. Oder wenn man eine Frage besteht, kann man dort auch eine Nachricht schreiben. Ganz kurze Vorgeschichte. Ich hatte das damals schon mal erzählt. Wirklich eins der ersten Videos, als ich mit dem Channel hier angefangen hatte, hatte ich mal mein erstes. Ja, damals habe ich es noch immer Gedicht genannt. Heute würde ich eher von Lyrik sprechen. Lyriker. Ich mag diesen Begriff Gedicht, hört sich für mich so komisch an. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich finde es so ein bisschen kitschig. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Auf jeden Fall, ich war 13 Jahre alt, ganz kurz erzählt. Und wir waren in der Gruppe, ich glaube auf Usedom. Irgendwie so. Oder vielleicht liege ich auch falsch. Aber auf jeden Fall im Norden. Und hatten eine Ferienwohnung. Und dann ging es dann so zur Abreise hin. Und ich wollte meiner Oma was schenken, die nämlich auch dabei war. Die war mir eh so wichtig. Und ich bin an diesem Tag zum ersten Mal auf die Idee gekommen, dass ich gerne mal was Gereimtes schreiben wollen würde. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ja schon so ein bisschen mein Hip-Hop-Fable, also im deutschen Bereich vor allem. Ein bestimmtes Album habe ich ja damals auch schon sehr gerne gehört. Vielleicht war da auch schon leichter Einfluss. Aber da bin ich zum ersten Mal auf die Idee gekommen, zu sagen: Hey, ich möchte als Geschenk, was ich ja dann Jahre später öfters gemacht hatte, die Leute haben sich darüber gefreut. Hoffe ich zumindest, aber es kam jedenfalls immer so rüber. Ja, bin ich da auf die Idee gekommen, das einfach zu machen. Das war so ganz spontan, das war nur so eine kleine Passage und es hat sich auch. Heutzutage hört sich das total merkwürdig an, also nicht merkwürdig, aber so komisch geschrieben, so ja, überhaupt noch gar keine richtige Struktur drin oder auch die Sätze und so. Wobei ich sagen muss, ich habe mich nie damit über die ganzen Jahre, ich habe ja dann auch Rap-Texte geschrieben, Tausende und so, aber auch viele halt so Lyrik, oftmals auch so wie so Selbsttherapie, um dann gewisse Themen einfach zu verarbeiten. Aber manchmal versetze ich mich auch in andere Charaktere, je nachdem, was mir so in den Sinn kommt. Und ich habe da ja nie irgendwie irgendwelche Bücher studiert oder so. Ich habe das alles selber für mich rausgefunden. Wie kann man zum Beispiel, also es klappt auch nicht immer, es ist immer auch wieder unterschiedlich, die Herangehensweise, aber zum Beispiel Leute, die sowas vielleicht zum ersten Mal machen, weil sie es mal probieren, da sind meistens dann auch die Sätze zu lang und dann hört sich das komisch an, wenn man das vorliest. Es ist nicht rund und es hört sich nicht schön an und was weiß ich. Das habe ich mir alles selber übers Schreiben dann auch bei Rap-Texten musst du ja zum Beispiel normalerweise nicht muss, aber ist normalerweise so, bleibst du ja im Takt drin auch. Das heißt, wenn die zu lang sind, dann geht das gar nicht. Also, das kann man alles einfach selber auch sich beibringen und nach Gehör, ja, und dann schreibt sich das dann runter und dann kann man das auch. Gut wiedergeben. Normalfall. So, das sind halt die Jahre an Erfahrung. Und ich habe früher viel, viel zwangsweise noch geschrieben. Da hatte ich immer, wollte ich das jeden Tag auch machen, um immer weiter mich fortzuschreiten. Und heutzutage ist es so, ich mache das eigentlich nur noch, wenn ich diesen Drang verspüre. Manchmal ist es auch so, ich kriege dann so eine Idee oder so, vielleicht so ein, zwei erste Zeilen in irgendeine Richtung. Ja, ach, hier habe ich auch noch eine Verletzung gehabt. Verdammt, Hand ist leider heute nicht so doll. Auf jeden Fall kann es sein, dass ich mal irgendwann was aufschnappe oder mir kommt was in den Sinn, ich habe irgendein Feeling, irgendwas. Und dann kann es manchmal am selben Tag passieren, dann kann es aber auch mal 2 Wochen später erst passieren und dann setzt du dich hin und plötzlich kriegst du das richtig runter. Also ich erzwinge das schon lange nicht mehr. Für was denn? Ich mache das so, wie ich Bock habe. Und dann, wenn es dann fertig ist, habe ich dann eigentlich erst dann richtig den Eindruck,
dass es wirklich so ist, wie ich es wollte. Und dann poste ich das oft, eigentlich immer, und dann ist es aber auch schon wieder vergessen, für gewöhnlich. Und ich hatte ja damals mal so den ersten Band mit ein paar Texten, über 20 Stück waren das, glaube ich. Ich habe ja in meinem Leben schon unzähliger, ich habe viele gar nicht aufgehoben. Habe ich das mal so zusammen gemacht. Das war ja meine befreiten Gedanken. Habe ich auch mal ein Video drüber gemacht. Fand ich ganz cool, um es mal so ein bisschen illustriert zu haben. Sah ganz cool aus. Und eigentlich will ich da irgendwann mal einen zweiten Teil machen. Mal gucken. Naja, ich rede schon wieder lange. Das erste ist, heißt Frieden. Das war so ein bisschen inspiriert durch die Ukraine-Zeit halt jetzt auch. Ne? Das läuft ja immer noch, aber halt gerade am Anfang ist mir halt dieses Friedenthema in den Kopf gekommen. Dieser Text ist so ein bisschen unrund. Aber ich finde insgesamt gesehen, ich kann ja, man kann in Dinge, ich sowieso, auch, ne, jeder für sich selber auch, aber ich kann auch, wenn ich will, die Texte so erklären, logischerweise, und auch ein bisschen was ich da rein interpretiert habe. Und das zeigt so ein bisschen Unruhe auch, ne? Das ist so ein bisschen nicht ganz so perfekt und alles. Und es ist ja ganz klar, dass in dem Land extrem viel Unruhe ist. Und nachdem ich es vorgelesen habe, ich versuche es wirklich ohne Fehler hinzubekommen, wobei ich immer beim lauten Vorlesen haut es mich meistens raus, im Gedanken natürlich nicht. Dann werde ich noch kurz was dazu sagen und dann noch der zweite, genau. Also, Frieden. Frieden ist eine Illusion, doch die Sehnsucht danach ist echt. Der Mensch ist gut, doch oft zu schlecht. Sich selbst am nächsten ist für ihn gerecht. Einfach mal die Hand zu reichen, ist für ihn ein schlechtes Geschäft. Hass auf allen Ebenen, dabei schlägt dasselbe Herz in jedem Geschlecht. Vom Prinzip sind wir alle gleich, in einer kurzen Zeit, die jeden von uns schwächt. Sie friedlich zu nützen, wäre mir ganz recht, denn wir leben, um zu sterben. Dazu brauchen wir kein Gefecht. Ich hab's geschafft! Ja, Frieden ist eine Illusion. Ich denke, leider ja. Also, theoretisch wäre es ja möglich, aber ist es wirklich realistisch? 100% denke ich nie. Ja, das war schon immer so, Kriege gab es schon immer. Ist halt so. Aber die Sehnsucht haben viele Menschen, denke ich schon. Da bin ich mir ganz sicher. Und hier zum Beispiel auch später. Hass auf allen Ebenen, dabei schlägt dasselbe Herz in jedem Geschlecht. Also ich bin sowieso so einer, mir ist scheißegal, wo du herkommst, welche Religion, was du sein willst, so nach dem Motto, das interessiert mich nicht, weil zum einen, warum soll ich mich darüber aufregen? Ich bin so auch gar nicht aufgewachsen. Und selbst wenn mich, also selbst wenn mich das stören würde, ja, warum auch immer, was hat das in meinem Leben, was tut das in meinem Leben so? Das ist doch Quatsch. Also, wie gesagt, mich interessiert es nicht in der Hinsicht, dass ich sage, das muss ich irgendwie beurteilen oder so, oder in keinster Weise. Jeder darf so leben, wie er möchte, solange wir uns in Kreisen bewegen, wo alles aber auch so ist, dass andere nicht damit geschädigt werden. Und hier ist zum Beispiel auch so ein bisschen, kann man rein interpretieren, in einer kurzen Zeit, die jeden von uns schwächt. Damit wollte ich einfach nur darstellen, ne, erstmal das Leben an sich ist natürlich recht kurz, das ist ja klar im Verhältnis zu allem anderen. Und damit, was ich sagen wollte, die jeden von uns schwächt, ist halt dieses Älterwerden. Und zum Ende hin wird man ja meistens für gewöhnlich dann doch älter und schwächer und, ne? Also ich hätte ja auch das anders schreiben können, aber so wollte ich das dann darstellen. Und denn wir leben eh schon, um zu sterben, dazu brauchen wir kein Gefecht. Also so war das alles gemeint, genau. Der zweite Text, den hab ich keinen richtigen Titel gegeben. Ich habe einfach nur geschrieben, typisch Mensch. Ich versuche es nochmal hinzubekommen. Also, nie ist es genug, obwohl es genug sein kann. Lug und Betrug, obwohl es so gut sein kann. Das, was ist, wird oft übersehen, weil die Chance besteht, zu dem Nächsten zu gehen. Ich werde nochmal von vorne anfangen. Sorry. Nie ist es genug, obwohl es genug sein kann. Lug und Betrug, obwohl es so gut sein kann. Das, was ist, wird oft übersehen, weil die Chance besteht, zu dem Nächsten zu gehen. Doch wenn das nicht klappt, ist der Verstand wieder da. Es wird einem bewusst, wie wichtig es war. Doch typisch Mensch wurde es zu spät verstanden, alles verloren,
nur um beim nächsten zu landen. Ja? Und das ist ein springender Punkt. Ich denke, dieser Text erklärt sich wirklich von selbst. Leute sind immer schnell dran und denken, hey, da drüben ist die nächste Person. Mann, die ist doch so viel besser. Wenn das dann schief geht, wird schnell an die gedacht, die vorher war. Und dann ist es zu spät. MKSF präsentiert zwei Texte heute. Ich hoffe, es hat gefallen. Gerne Daumen hoch geben. Danke fürs Zuschauen. MK ist raus. Bis zum nächsten Mal.